Bibis Tierschicksal berührt und macht wütend. Und ich werde Ihnen Bibi gleich vorstellen, die sich zurzeit in der Quarantänestation befindet. Sie war schon hier in den Katzenräumen, musste dann aber wieder in die Quarantäne, weil sie Durchfall hat. Kommen Sie mit. Und bitte, ich hoffe, ich möchte Sie damit natürlich nicht erschrecken. Ja? Die Quarantänestation ist ein Ort für alle, Katzen, die hierher kommen, in dem sie für eine Weile, ja, eine Zeit verbringen müssen. Was bedeutet, die Tiere werden untersucht und sie werden geimpft, sogar kastriert, wenn das nicht der Fall ist, sie werden behandelt. Und das heißt, jedes der einzelnen Tiere ist also erst vor kurzem, vor einigen Tagen hierher gekommen, ja, außer Bibi. Bibi ist schon, seit wann hier? Bibi ist hier seit dem 31.07.2010, ja, und die circa 10- bis 12-jährige Katzendame ist blind. Und natürlich rührt uns das immer wieder zu tun. Ja? Weil gerade so eine Katze wie Bibi, ich werde Bibi mal rausholen, komm mal her. Eine Katze, eine Sanftpfote wie Bibi, die deren Tierschicksal ja, so furchtbar ist, wir möchten hier, und nein, nicht wir, sondern ich möchte hier wirklich von Tierquälerei, das ist einfach eine Form, gut, ich möchte mich darüber gar nicht weiter äußern, das möchte ich nicht, denn du stehst hier im Vordergrund. Bibi ist, ne, Kameramann Philipp kann ja mal ein bisschen ranzoomen, die circa 10-jährige Katze ist komplett blind. Ihre Augen sind blau. Tierärztlich wurde sie hier längst untersucht, ja, und man hat festgestellt, diese Katze muss einen Schlag auf den Kopf bekommen haben mit einem stumpfen Gegenstand. Ja, und sie hat dadurch ein Schädeltrauma. Auch eine weitere Folgeerscheinung ist, Bibi ist schwerhörig. Ja, auch das gehört leider dazu. Und als sie hier angekommen war, war sie ausgemerzt, völlig ausgehungert, wirklich am Ende ihrer körperlichen Kräfte. Und die lieben, guten Seelen hier haben sie aufgepäppelt und sie wurde lange, lange untersucht. Und es geht ihr auch ein bisschen besser. Sie ist übrigens eine sehr verschmuste Dame, würde nie jemanden kratzen, findet sich sehr schnell in ihrem neuen Zuhause zurecht, ist menschenbezogen, vielleicht geben Sie den Gedanken, nur weil Bibi blind ist, ich muss mich hier jetzt wirklich mal ein bisschen biegen, nur weil Bibi blind ist, orientiert sie sich nicht an den Menschen, das ist überhaupt nicht so. Und man hat mir auch gerade eben erzählt, die Tierarzt, die Mitarbeiterin hier, wünschen sich für Bibi gerne ruhig eine kleinere Wohnung, ja, und auch gerne ältere Menschen, weil erstens, diese Katze braucht überhaupt gar keinen. Was hast du gerade gesagt, was Bibi nicht braucht? Hallo, du hast doch gerade noch was gesagt. Eine kleine Wohnung, damit sie sich schnell zurechtfindet. Ja. Und eben, sie braucht einfach ganz, ganz viel Liebe und gibt ja auch sehr viel Liebe. Mhm. Also das ist das, was sie braucht. Ne? Ja, also es ist, alle kennen sie hier und alle bemühen sich wirklich um Bibi. Und ein Balkon? Der müsste wahrscheinlich geschützt sein. Mit so einem Der müsste auf alle Fälle geschützt sein, tut aber auch nicht Not. Bibi will auch gar nicht mehr nach draußen und sie darf auch nur in ein neues Zuhause, wo sie auch nicht mehr raus darf. Also sprich irgendwo in den Garten und wegrennen. Denn die würde sich nie wieder draußen zurechtfinden und sie würde auch den Weg nach Hause gar nicht mehr finden. Und dann würde sie vielleicht irgendwo auf die Straße rennen und der Rest, an den wollen wir gar nicht denken. Ne? Sag mal, kannst du denn noch irgendwas über Bibi sagen? Ich habe jetzt schon viel, aber gibt es noch irgendwas, was ich jetzt noch nicht gesagt habe? Irgendwas? Wir wollen doch diese Katze in gute Hände schnell. Das ist natürlich, also was du gesagt hast, eben schon alles richtig. Ne? Also ja. Es müssen halt sehr, sehr liebe Menschen sein. Vielleicht auch eine alleinstehende Dame, die sich also wirklich, sich sehr um sie kümmern kann. Wie du schon sagtest, älter eventuell, also viel Zeit hat für Bibi und sie ist so ein dankbares Wesen für jede Kuscheleinheit. So dankbar. Mhm.
Und ja, das okay. ist damit ist eigentlich alles gesagt. Also es gibt keine liebevollere Katze, ne? Also gibt es einfach nicht. Ja, was gut, dann hoffen wir natürlich sehr, dass das Tierschicksal ganz, ganz, ganz viele Lüneburger und auch gerne über Lüneburgs Dächer hinaus erreicht. Und bitte haben Sie keine Angst, auch wenn Bibi blind ist. Sie werden sehr schnell einen Weg zu ihr finden. Und wissen Sie, naja, den Rest tut das Herz. Kommen Sie her und wenden Sie sich an Ulrike und an Sandra und an die anderen guten Seelen, die hier arbeiten. 82424 ist die Rufnummer des Lüneburger Tierheims. Und sprechen Sie auf den Anrufbeantworter, wenn die Leute nicht rangehen können. Oh, weil sie so viel zu tun haben. Und bitte, bitte helfen Sie Bibi. Tschüss.